So, hier sind doch bestimmt wieder irgendwelche Herrschaften. Ah! Gestorben im Kugelhagel. Kaffeehagel. Kugelhagel. Ja, jetzt erstmal gucken. Hier. Ja. Ah, der braucht so lange, bis er aufsteht. Oh, was ist denn das da? Hua. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Noch jemand. Ja, da kommt noch jemand. Na. Auf Wiedersehen. Noch jemand. Nein. Boah, Schwein gehabt. Fast wäre man da drauf gegangen. Und da hinten waren die so erlösenden Painkiller. Die holen wir jetzt erstmal. Ah. 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 Und eine Packung noch für unterwegs. Das ist nicht sonderlich viel, aber muss reichen. Wo kommen wir denn hier bloß hin, verdammt? Ich weiß gar nichts mehr von Max Payne, muss ich zugeben. Ich habe fast alles vergessen. Kommen wir da, können wir den vielleicht ausplündern? Nein. Doch. Nein. Und noch mehr Painkiller. Ein Traum. Huch. Traum? Nein, kein Traum. Da vielleicht noch in der Kiste? Nein. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen, ich würde mal sagen, ne, spielen wir mal ein bisschen Schlagzeug. Übrigens, schöne Feinheit, dass die Gitarre losgeht, wenn man daran her rumspielt. Noch mehr Painkiller, ist ja ein Traum. So, Stage Control und Pyro Control. Yeah, und Stage Control. Oh. So, kommt da noch hier... Ja, da kommt noch jemand offensichtlich schon. Hallo, du zärtliche Elfe. So, noch jemand? Nein, sehr gut. So, da unten ist gar nichts mehr? Nee. Backdrop Controls. Aha. Okay. Okay. Das ist, glaube ich, nicht okay. So, kommen wir da durch oder ist Max zu fett? Doch, wir kommen durch. Super. Ist denn hier noch jemand anders durchgekommen? Es sieht ganz danach aus. Na, dann wollen wir mal gleich. Haben wir noch? Ach komm, dann schmeißen wir hier nochmal ein Pilzchen rein. So, warten, warten, warten und los! Ist da sonst noch jemand? Nein. Ach du Scheiße. Und go! Oh. 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 Hallo? Ah. Wir betreten Kapitel 9 in Empire of Evil. The backstage area led to Lupino's inner sanctum. The hot air inside was like an invisible wall, thick with incense and something else. A sickly sweet smell that made you gag. This was the rotten core of the Big Apple. Lupino lurked somewhere ahead, like a spider at the center of his web, waiting. The vapors in the air started to make my head swim.
Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Okay, auf dem Sofa ist ein Brief, ein zerrissener. Punchinello had threatened Lupino in writing. The note had been torn to pieces, bloody fingerprints all over them. Don't want you to think that one of my boys is not playing with a full deck. Shape up, Jack. We are running a business here. I'd hate to send the trio to strong-arm you. The trio were the Don's notorious henchmen. It was obvious that Lupino hadn't been intimidated by the threat. Okay, dann vermute ich mal, wir werden Lupino's die... Lupino's notes covered the table. Ja, wir werden wohl die drei Handlang... Ach. Ja, wir werden die drei Handlanger wahrscheinlich eher nicht kaputt schlagen müssen. Das hat wohl schon jemand getan. Und hier sollen irgendwelche Notizen auf dem Tisch liegen. Jack Lupino was crazy, all right. The table was scattered with notes of demented arcane nonsense written in rusty blood. A mishmash list of demons, devils and dark gods evoked. Beelzebub! Asmodeus! Baphomet! Lucifer! Loki! Cthulhu! Lilith! Hela! Blood given to you all. He was after that old Faustian deal. Your soul for power and fortune. Just sign on the dotted line with your blood. Ach Mensch, die deutsche Übersetzung, da fehlen leider auch eine ganze Menge der... Lupino's notebook lay on the pedestal. Ja, Max, darf ich vielleicht auch mal was sagen? Na gut, hier liegt ein Notebook auf dem, ne, und so, auf dem Altar. Naja, ich weiß ja nicht. Jedenfalls schade, dass bei der deutschen Übersetzung ganz viele Namen der, ich sag mal, satanischen Gottheiten untergegangen sind. Aber mal gucken, was hier drin steht. Jack Lupino was crazy, all right. Ja. Mythic wolves, let loose to devour the sun and the moon. Lupino is the wolf. I'm Mr. Beast. The big bad Fenris wolf. I'm the end of the world man, wearing the flesh of fallen angels. After Y2K, the end of the world had become a cliche. But who was I to talk? A brooding underdog avenger alone against an empire of evil, out to right a grave injustice. Everything was subjective. There were only personal apocalypses. Nothing is a cliche when it's happening to you. Ja, naja, auf jeden Fall, was mir gerade aufgefallen ist, ein Fenris-Wolf. Ich müsste mal Fenris irgendwie googeln. The flesh of fallen angels! Come to me all! Astaroth, Beelzebub, Asmodeus, Baphomet, Lucifer, Loki, Saint, Cthulhu, Lilith, Ella! Blood to you all! Secrets living under the skin of reality. I've seen it. The corruption of flesh. Oh, I'm the wolf, yeah! I am the wolf! It's close. It's coming. You have come. A witness to the end of time. It's now! I will rise to her side! I don't need the words! I'm beyond the words! Ich glaube, der Lupino ist auf jeden Fall noch super frisch unter der Matte. Der dreht überhaupt nicht ab. Naja, mal gucken, ob der Mätzchen, der Mäxchen mit ihm vielleicht ein kleines Wörtchen reden kann. Und das sieht hier irgendwie nach Kampfgebiet aus. Nee, ich bleib mal bei der Schrotflinte. Hallo? Oh. Oh. Hallo? Ja, dann... Auf jeden Fall ist hier Kampfgebiet. Wenn ich mir hier so das kalte Buffet angucke, dann... werden wir auf jeden Fall gleich ein bisschen Spaß haben. So viele Painkiller. Ach, du Heilige. Was haben die hier vorbereitet? Los, Priester, komm raus! Dein Schäfchen ist hier, um dich zu häuten. Oh, das war nicht ernst gemeint. Ach! Hua! Ich bin der Karate-Schlumpf! Wer schießt denn hier auf mich? Ach, da.
So, noch jemand. Ich laufe hier extra mal auf und ab, ne, damit mich hier keiner erwischt. Ach, gucke mal. So, jetzt nochmal schnell einen Painkiller einwerfen und jetzt mal gucken. Irgendwer ballert doch da die ganze Zeit. Ach, noch einer. Ach, wie, fast tot? Hör auf. So, da kommt jetzt noch einer, aber der war's nicht. Boah. Ach, du Heilige. Ich glaube, der war's doch. Okay. Freunde, wir brauchen einen Plan, wenn wir da durch wollen. Ja, ja, ich mach ja schon. The papers in the air started to make my head swim. Torn pieces of a letter lay scattered on the sofa. Nein, ich Idiot, hab jetzt aus Versehen eingeworfen. Ja, kennen wir schon. Lupino's notes covered the... Lupino's notes, die sind auch ganz da. Das ist aber blöd, dass man jetzt alles normal machen muss. Lupino's notebook. Jack Lupino. Ja, wirklich. Ist ja spannend. Pedestal. The flesh of fallen angels. Dir leih ich nie wieder was. Du hast meine CD zerkratzt. So, pass mal auf. Ich mach mal Folgendes. Ich mach hier mal kurz einen Quicksave. Ja, ist ja gut. Kennen wir doch. Oh. Hallo? Nein, ich will nicht ins Menü. Ich will nur... Ich bin der Wolf. Ich bin der Wolf. Der große, böse Wolf. Oh, es ist zu nah. Es kommt näher. Oh, du kommst... für das Ende der Zeit oder sowas. Jetzt werde ich reisen, nein, auferstehen und ich bin schon längst über alle Worte hinaus. Ich wollte jetzt mal hier den Dolmetscher machen gerade. Dolmetschen ist im Gegensatz zum Übersetzen, ist das die Live-Übersetzung bei einem Gespräch. Allerdings möchte ich nicht sagen, dass ich dafür qualifiziert bin. Denn ich bin nur der Wolf! Ich bin der Wolf! So, wie machen wir es jetzt am besten? Ich glaube, von oben habe ich einen gesehen. Kann das sein? Oder zumindest müsste ja oben einer erscheinen. Ich weiß noch nicht wo. Da oben auf der Galerie vielleicht. Und der kann uns da unten nämlich abballern. Und den müssten wir eigentlich zuerst mal ausschalten. Und dann alle, die da runtergescheißert kommen. Dann wären wir einigermaßen sicher. Da oben werden mit Sicherheit auch welche kommen. Das heißt, das ist hier so eine richtige Hühnerhausgalerie, der... mordlüsternden Abenteurer und wir müssen gucken, dass wir irgendwie unseren zarten Hintern erretten. So, ich speichere nochmal. So. Gut, Schrotknarre ist geladen. Dann wollen wir mal schauen. Ach, gucke mal. Komm, das war nichts. Ich probier's trotzdem mal. Nein! Der Wolf brennt! Oh, meine Haare brennen! Lichterloh! Böse Geißlein. Ja, hat diesmal ja viel besser geklappt als beim ersten Mal. Ich würde mal sagen, pass mal auf, zuerst, wenn der Typ da wirklich die Molotows runterprügelt. Wer hat denn eigentlich die anderen Molotows runtergeprügelt? Da kommen doch dann immer neue, oder wie sehe ich das? Ja, das ist ja ein bisschen ätzend. Das heißt, wir müssen ein bisschen in Bewegung bleiben. So, ach, gucke mal. Lalalala, ich bin der Stepptänzer, du triffst mich nicht. Das war doof, von hier schieße ich nicht mit der Shotgun. Aber vielleicht von hier. Mist. Scheiße, das werden wir niemals überleben, aber wir können hier noch ein bisschen Stepptanzen. So, du bist tot. Du weißt es nur noch nicht.